Und damit sind wir zurück zu Let's Play The Witcher 2 Assassins of Kings. Bevor wir anfangen, Entschuldigung, muss ich zwei Sachen sagen. Das eine ist, dass ihr sicher bemerkt habt, dass am Sonntag und Montag keine Folgen kamen. Heute ist nämlich Dienstag. Ich war leider total am Rumkränkeln. Ich war auch bettlägerig und alles, konnte deswegen keine Folgen machen. Sorry dafür. Heute werden es natürlich jetzt an sich 10 Folgen. Die werde ich höchstwahrscheinlich nicht schaffen, weil jetzt ist es 1 nach 4 nachmittags. Aber ich werde auf jeden Fall mindestens 4 Folgen machen, also von jedem 1 plus die Ader-Analyse. Und dann schauen wir mal, wie viele Folgen danach noch gehen. Zur Not werde ich den Rest einfach dann morgen machen, weil morgen ist ja ein Feiertag. Und das Zweite ist, dass ich mich sehr freue, weil ich jetzt mittlerweile 35 Abonnenten habe. Der letzte Bekannte ist der Thomas Kaminski. Den erwähne ich jetzt hier nochmal, weil ich ihn leider beim ersten Part von The Witcher 2 vergessen habe zu erwähnen. Vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Teilen und ich hoffe, du siehst zu. Und ansonsten, ja, sind es jetzt, wie gesagt, 35 Abonnenten. Es wäre schön, wenn die anderen, die weiß ich noch nicht, wie die heißen, ein oder mehrere Videos teilen, damit ich einfach mehr Übersicht habe und besser auf ihre Kommentare eingehen kann. Ja, beim letzten Mal, beim ersten Part, haben wir mit dem Tutorial begonnen. Deswegen war nicht sonderlich viel. Wir haben in Geralts Haut die Stiefel ausgetauscht, die nassen Stiefel gegen trockene. Wir haben den Ritter Bolton von Eisenfurt getroffen und geholfen mit einem Trank. Und jetzt, ihr seht es schon, wir sind in der Kampfarena für Kampfübungen. Wie versprochen habe ich nachgestellt, wir konnten ja nicht speichern. Und jetzt hoffe ich, dass der Part funktioniert. Genauso gut wie der erste, weil der erste hat ja keinerlei Bildhänger. Willkommen beim Kampftraining. Dieser Teil des Tutorials macht dich mit den grundlegenden Kampftechniken vertraut. Du musst mehrere Aufgaben erfüllen und dann werden deine neuen Fähigkeiten getestet. Mit 1 ziehen wir das Stahlschwert und mit 2 das Silberschwert. Wir können die Waffe auch mit derselben Taste wieder wegstecken. So, hier kommen jetzt die Gegner, das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Wir ziehen mit der 1 das Stahlschwert. So, jetzt gucke ich nochmal kurz. Perfekt, es nimmt auf. Ich wollte nur sicher gehen. Zielwahl. Mit der Maus können wir das Ziel wählen. Ich muss jetzt nur kurz ins Spiel zurückkommen. Genau, mit der Maus können wir eben die Kamera zu dem Zielgegner wählen, den wir angreifen. Mit Alt können wir uns auf einen Gegner fixieren, dass Geralt dann auch ihn angreift, bis er tot ist oder wir ein anderes Ziel wählen. Und ja, mit der Kampfsteuerung können wir einfach das auswählen. Ziel auf den mageren Gegner. Kein Problem, ist einfach nur Mausbewegung. Der Jonas, der auf den fetten Gegner, das ist der hier drüben, das ist der Metei und der Ritter in Rüstung. Quintin de Herre. Kommst du auf den Ritter, wähle ihn mit Alt aus. Haben wir kein Problem. So, mit Linksklick schneller Angriff. Oh, das sieht sehr schön aus. Mit Rechtsklick starker Angriff. Okay. Besiege die letzten beiden Gegner mit schnellen und starken Angriffen, ist auch noch kein Problem. Ihr seid für den Hexer, wie gesagt, keinerlei Hindernis. Ich hoffe, bei den Kämpfen gibt es keine Bildhänger. Blocken, ausweichen und kontern. Langsame Gegner landen schwere Attacken. Schnelle Gegner landen leichte, greifen aber häufiger an. Kämpfen erfordert auch Ausweichen und Blocken. Denk daran, dass du deinen Schatten, den Geralt einsteckst, nur reduzierst, wenn du blockst. Magische Attacken lassen sich nicht blocken. Man kann ihnen nur ausweichen oder sich mit Zeichen schützen. Ist eigentlich logisch. Wir machen weiter. Das ist ein neuer Gegner. Das ist der Pontius Dubois. Energie. Die Energie wird vom gelben Balken oben links auf dem Bildschirm dargestellt. Sieht man schön hier. Das ist der Balken unter der Lebensanzeige. Blocken gegnerische Angriffe und Wirken von Zeichen senken die Energie. Und wenn die Energie zu niedrig ist, können wir zwar weiterhin Angriffe blocken, aber keine Zeichen mehr wirken. Das ist eigentlich klar. Das regeneriert sich allmählich von selbst. Mit Tränken geht es natürlich schneller.
Und es beeinflusst den Schaden, den wir austeilen. Okay, interessant. Wir können natürlich das später dann auch mit Erfahrung steigern, nehme ich an. Ganze verfügbare Energiepunkte steigern. Locke die Angriffe des Gegners, indem du E gedrückt hältst. Okay, ich drücke E. Perfekt, geblockt. Weicht die gegnerischen Angriffe mit der Leerkraft aus und mit WASD können wir dann. Können wir dann die Richtung wählen. Konter. Ein Konter erlaubt dir, einen gegnerischen Angriff mit einem Gegenangriff zu quittieren. Halte dazu die Blockentaste gedrückt und greife an, wenn das Kontersymbol beim Gegner erscheint. Außerhalb des Story jetzt erst verfügbar, wenn die Fähigkeit freigeschalten ist. Klingt ja ganz nützlich an sich. Ich meine, bei Assassin's Creed ging das ja mit Kontern sehr gut. Oder auch Mordor Schatten. Wissen wir ja, da ist Kontern auch nicht unwichtig. Interessant. Okay, ich blocke. Da war ein Schwertsymbol, Mist. Geralt, greifst du an? Ja, das war zu langsam. Übrigens, unten rechts sieht man so einen kleinen Kampf berichtet. Finde ich ganz nice. Ja, Geralt, greifst du bitte an, wenn ich dich klicke? Das war nicht schon wieder zu spät. Nein, das war auch zu spät. Ich bringe mal ein bisschen Abstand zwischen mich und ihm. Man sieht ja über dem Kopf. Er ist eigentlich tot. Und man soll das Blocken, das Kontern lernen. Übrigens schön, wie die Leiche am Boden rumwackelt. Ach, man muss das halt drückt halten, oder? Ja, okay, das war jetzt dämlich. Nee, wenn man es gedrückt hält, macht er gar nichts. Dann greift er auch nicht an. Was? Das hatte ich aber für Gerücht, dass du uns getroffen hast. Geralt, greif an, wenn du sollst, bitte. Nein, wenn du sollst. Ihr seht ja das Schwertsymbol, Freunde, aber... dieses Kontern, das ist irgendwie ein bisschen... Wir können mit rechts auch nicht klicken, habe ich gerade versucht. Nein, wenn du sollst. Bitte, Geralt. Mann, die Leute sehen doch zu. Jetzt mach doch bitte. Ja, was ist denn los? Wieso, Geralt, greifst du nicht rechtzeitig an? Gott sei Dank können wir in dem Tutorial nicht sterben. Wir wären halt in einem richtigen Kampf, wären wir schon längst tot. Nein, es war zu spät. Oh, das muss spannend sein gerade. Hahaha. Oh, komm schon, Geralt. Greif dann an, wenn du sollst. Nein, nicht da, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich meine, vielleicht bin ich gerade nur unfähig. Vielleicht muss man ihn auch halten. Jetzt haben wir ihn nämlich anvisiert. Das sieht man daran, dass das Anvisier-Button jetzt ein bisschen sich anders aussieht. Geralt, hör auf, dich verprügeln zu lassen. Ernsthaft, das kann nicht so schwer sein. Ich laufe nochmal ein bisschen weg. Ich gucke jetzt nochmal kurz, ob man es sieht. Ja, ich glaube, man sieht's. Na toll, wir haben schon fast 10 Minuten verbraucht. Wir haben doch nur eine halbe Stunde. Jetzt Geralt, bitte kontere. Kann nicht so schwer sein. Ja, darf ich ins Spiel wieder zurück, danke. Ja, ich weiß, dass man so kontert. Also es bringt nichts, wenn man direkt an. Es bringt nichts, wenn man E und linke Maustaste gleichzeitig hält. Es ist halt auch verwirrend. Hier steht, warte beim Blocken, bis er angreift. Und drücke dann linke Maustaste. Und hier steht... halte Blockentaste gedrückt und greife an, wenn das Kontersymbol erscheint. Das ist irgendwie verwirrend. Ja, Kontersymbol. Kommst du auch mal wieder? Ich laufe nochmal ein bisschen rum. Kontersymbol. Greife ich ihn mal an.
Ja, ich sag's ganz ehrlich, Freunde, wenn wir jetzt zu lange hier rumhängen, dann fange ich mit einem normalen Let's Play an. Also, was heißt mit einem normalen Let's Play? Also, dann breche ich halt das Tutorial ab. Das will ich damit sagen. Jetzt kommt kein Konter-Symbol mehr. Ich raff das mit dem Konter nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, bitte in die Kommentare, wenn jemand das Spiel schon mal gespielt hat und weiß, wie das Kontern geht, weil jetzt kommt das Symbol irgendwie nicht mehr. Ich check das gerade nicht ganz. Ja, wie wär's, wenn du mal wieder Konters? Wie wär's, wenn du mal wieder ein Kontersymbol anzeigst? Das Problem ist, solange wir das nicht geschafft haben, können wir halt auch nicht weitermachen. Weil andere Tasten sind blockiert, weil es ein Tutorial ist. Okay, ich bin gerade wirklich verwirrt. Jetzt kommt kein Kontersymbol mehr. Das Problem ist, wie gesagt, wir können so lange nicht weitermachen, wie kein Kontersymbol kommt. Ich werde jetzt hier, glaube ich, zum Hauptmenü zurückkehren. Und dann werde ich mal das normale Spiel starten, weil, wie gesagt, wir hängen jetzt schon über 10 Minuten, obwohl ein paar Mal probiere ich es noch. Ein paar Mal probiere ich das noch, aber ja, kein Kontersymbol. An sich klingt das überhaupt nicht so wahnsinnig schwer. Aber irgendwie, ich laufe mal noch mal ein bisschen rum. Vielleicht muss man ein bisschen Entfernung zu diesem Gegner haben. Dem Pontius in diesem Fall. Ne, kein Kontersymbol. Weil ich will jetzt nicht den ganzen Part hier in der Arena rumhängen. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar, weil wir können ja hier im Tutorial offensichtlich nicht speichern. Zur Not fangen wir halt mit dem normalen Spiel an. Wie gesagt, dann wissen wir vielleicht nicht alles, aber vielleicht machen wir es dann so, dass wir, dass man Sachen lernt halt dann im Spiel. Weil ganz ehrlich, das macht keinen Sinn hier. Jetzt kommt nämlich kein Kontersymbol mehr. Ihr seht es ja selber, Freunde. Es kommt kein Kontersymbol mehr. Ja, das werde ich jetzt machen. Ich werde jetzt zurück zum Hauptmenü gehen. Und dann werden wir das normale Spiel anfangen. Weil wir wissen ja, also ich weiß aus der Anleitung, dass man nicht zwangsweise das Tutorial durchhaben muss, um das Spiel zu starten. Weil ganz ehrlich, das macht keinen Sinn, wenn da jetzt die ganze Zeit nichts kommt. Und ich fange jetzt ganz normal an. Spielstand, Eiswüste, so, Tutorial beginnen, nein. Weil ganz ehrlich, dann probieren wir es halt einfach mal im Spiel und vielleicht können wir dann nochmal nachlesen, weil, wie gesagt, es macht für mich keinen Sinn und ich habe keinen Bock, jetzt den ganzen Part zu verschwenden. Ja, Schwierigkeit, ich habe schon beim ersten Part gesagt, es gibt hier 5 Schwierigkeiten. Einfach, mildere Schwierigkeit, flüssige Entwicklung der Geschichte, dann normal. Wir werden normal machen, rundes RPG-Erlebnis, balancierte Schwierigkeit, aber ich lese die anderen trotzdem mal vor. Schwierig, Kämpfer haben es in sich, dunkel, sehr schwer, besondere Gegenstände verfügbar und wahnsinnig. Wenn Geralt stirbt, ist das Spiel aus und vorbei, also man kann dann nicht neu laden. Wir werden normal wählen, wie bei jedem Let's Play. Und ja, sorry, dass ich jetzt das Tutorial abgebrochen habe, aber ich wollte jetzt nicht die halbe Stunde beim Kontern da rumeiern. Wenn jemand weiß, wie man kontert, wie das gehen soll, einfach bitte in die Kommentare, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe es gar nicht hinbekommen. So, dann fangen wir jetzt einfach mit dem Spiel an. Weil wir wollen ja auch was schaffen im Part, deswegen, und wenn es halt nicht geht. Wahrlich, nichts ist widerlicher auf Erden als jene Monster, welche da Hexer geheißen. Sind sie doch Früchte der verruchtesten zauberischen Teufeleien. Kreaturen ohne Anstand, Gewissen und Skrupel. Höllenbrut. Geschaffen allein, um zu töten. Anonymous, das Monstrum, eine Beschreibung von Hexer. Ja, kennen wir aus dem ersten Spiel, da haben wir das mal gelesen. Diese Hexer, diese Anti-Hexer-Schrift. Sechs Jahre sind vergangen, seit die vereinten nördlichen Königreiche bei Brenner Nilfgaards Armeen schlugen. Ich lese mal mit, also ich lese mal vor. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr.
Hunger und Krankheiten plagen den Norden. Anderlinge leben in Ghettos, immer mehr flüchten in die Wälder und schließen sich dem Skoyatel an. Okay. In Temerien wird ein heimtückischer Anschlag auf König Foltest verübt. Der Monsterjäger Geralt von Riva tötet den Attentäter. Das war am Ende vom ersten Teil, der sich noch erinnert. Ein Monat vergeht. Foltests Armee siegt am Pontar und beendet damit den Bürgerkrieg. Allerdings wird Foltest für diesen Triumph einen hohen Preis zahlen müssen. Temerien im Jahre 1271. Okay, interessantes Video. Los, ihr Sechsen, komm zu Papi. Kacke! Ha, 20 Urens für den Opa. Guck mal, er ist aufgewacht. Du Irrer, geh da nicht rein. Ach, Klappe, der ist doch gefesselt. Er tut schon nichts. Oder, Meister Geralt? Würfel nochmal. Wieso? Die Würfel haben sich nicht bewegt. Ach, ich bescheiße. Nimm das zurück. Guck, er ist aufgewacht. Monsterjäger. Man sehe und staune. Ein gewöhnlicher Drecksack. Es heißt, Hexer hätte man als Waisen in Hinterhöfen eingesammelt. Und dann mit ihnen rumexperimentiert. Und zur Sonnenwende treiben sie es mit den Hexen. Darum auch dieser teuflische Blick? Genug. Losbinden und ins Vernehmungszimmer bringen. Dachte, du wärst tot. Ich bin nicht so leicht zu töten. Ziemlich rüde Manier, anscheinend sind wir im Kerker. Das sind ja temerische Soldaten, das erkennt man an der Uniform. Ich frag mich, warum wir im Kerker stecken, das ist irgendwie doof. Man hat uns noch nicht vorgestellt. Vernon Roche. Okay, jetzt könnten wir anfangen, ich schaue nur noch mal kurz. Ja, ziemlich rüde Manieren gerade. Wir sind irgendwie im Kerker gewesen, wurden verprügelt. Natürlich haben wir ein paar Sachen gehört, die, ne, über die Hexer so gelten, die halt eigentlich total unschön sind. Und hier, ja, wir sind gefesselt. Er will uns die Hand reichen. Wir könnten jetzt entweder sagen, ich würde dir gerne die Hand reichen, aber die Hand stellen oder fick dich. Vernon Roche. Anscheinend ein Bekannter von Geralt, weil er gesagt hat, ich dachte, du wärst tot. Deswegen bin ich mal höflich. Ich würde dir gerne die Hand reichen, aber die Hand stellen. Leider kann ich dir nicht die Hand reichen. Wie dumm von mir. Wes! Mach ihn los! Geralt von Riva. Stellst du uns vor? Nicht nötig. Bring was zu trinken. Wir wollen hier ja nicht vertrocknen. Erzähl mir alles, die ganze Erstürmung, was in der Einsiedelei passiert ist. Und wenn ich mich weigere? Dann klopfe ich dich weich.
Ich mache meine Arbeit schon lange und bin sehr gut darin. Du als Hexer verträgst ja einiges. Verlass dich drauf. Im Zweifel landest du eben wieder in der Zelle. Und morgen kastrieren sie dich öffentlich, häuten dich und knüpfen dich auf. So einfach. Weswegen denn? Für Temerien. Zu viel der Ehre. Wo darf ich anfangen? Es war ein langer Tag. Erzähl mir das Wichtigste. Okay, also es ist eine Vernehmung. Wir haben anscheinend ziemlich Scheiße gebaut. Weil einen sofort bedrohen mit von wegen häuten und aufknüpfen und kastrieren ist natürlich wunderschön. Der König hat mich heute Morgen zu sich rufen lassen. Der Beginn der Erstürmung oder wir haben uns beim Tempel getrennt. Jetzt wissen wir halt leider nicht, was Geralt angestellt hat. Das ist irgendwie blöd. Weil wenn wir wüssten, was er angestellt hat, dann wüssten wir vielleicht auch, wer dieser Vernon ist. Oder was wir am besten sagen können. Also wir sollen das Wichtigste sagen. Ich glaube, ich fange jetzt an mit der König hat mich heute Morgen zu sich rufen lassen, weil das wirkt mir ein bisschen wie der Beginn von den drei Sachen. Weil ich keine Ahnung habe, was wir sonst sagen können. Na? Dass das klar ist. Ich war der Letzte, der diese Schlacht wollte. Aber zur Foltest sagt man nicht nein. Okay, ein Speicherpunkt, ein Ladepunkt. Ich nehme mal an, wir spielen die Geschichte, die Geralt erzählt. Tag der Erstürmung, Morgengrauen. Nettes Zimmer, muss ich schon sagen. Eine Dame neben ihm, das ist ja für Geralt nichts Ungewöhnliches. Ach, Triss ist das. Nett übrigens, dass man gleich am Anfang des Spiels Sexy sieht. Hexer, bist du wach? Seine Majestät, der König von Temerien, Ponta, Mahakam und Sodden, oberster Protektor von Brugge, befiehlt Meister Geralt, bei ihm zu erscheinen. Sag ihm, ich werde gleich da sein. Ich bedauere, an einem so schönen Morgen zu stören, aber der König... Wir haben es gehört. Ja, man merkt schon. Schönen Tag noch, Herrin. Hexer? Man merkt schon, Geralt mag es nicht, wenn er beim Vögeln gestört wird. Das war gerade recht unpassend. Idiotischer Krieg. Der Morgen hätte so schön sein können. Ein Krieg kann doch nicht idiotisch sein, wenn dein König ihn führt. Naja, doch, kann er schon. Ja, das ist natürlich die gute Triss. Wir haben ja Triss, wir kennen ja Triss noch aus Part 1 und wir wissen vom Part 1, da wir ja auch den Spielstand importiert haben, wissen wir, Triss ist Geralts Freundin. Und ja, die wollten halt gerade vergnügliche Stunden verbringen, aber der Krieg, der König ruft uns. Was können wir sagen? Gescheite Kriege gibt es nicht oder ein Streit zwischen Geliebten, wegen dem Menschen sterben. Wahrscheinlich wollte es Bürgerkrieg, hieß es ja vorher. Ich sage jetzt, gescheite Kriege gibt es nicht. Gescheite Kriege gibt es nicht, Triss. Vielleicht weißt du, was ich unserem wollüstigen Monarchen raten soll. Keine Schürzen jagen, keine Bankerte zeugen und keine Kriege vom Zaun brechen. Genial. Ist dir klar, dass diese Bankerte einst nach dem Thron greifen könnten? Dann gibt es einen noch größeren und dümmeren Krieg. Was nichts daran ändert, dass... Ich weiß. Foltest und die übrigen sind nicht der Inbegriff von Intelligenz und Manieren. Aber Könige, bessere haben wir nun mal nicht. Deswegen beschütze ich Foltest, wenn es sein muss. Aber wenn die Burg fällt, gehen wir. Nettes Outfit, Geralt. Nettes Hemd. Hast du wieder von der wilden Jagd geträumt? Mhm. Ach,
Ach nein, das ist gar kein Hemd, das ist ein Lederwams. Ja, dieser Traum. Man hat ja vorher gesehen, dass Geralt weggelaufen ist, halb nackt. Und man hat das Lachen gehört. Das war wohl der Traum, auf den Triss gerade anspielt. Ich weiß, wie gesagt, ich spiele das Spiel halt blind. Wir müssen auch in 5 Minuten aufhören, leider. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was wichtig ist. Das ist halt das Blöde, wenn man blind spielt. Ich meine, wir wissen aus dem letzten Part noch, dass König Foltes versucht wurde umzubringen. Das hat man ja auch am Anfang gelesen. Da hat Geralt einen anderen, den Attentäter getötet. Der hatte ja dieselben Augen wie ein Hexer. Das können wir sagen. Ich glaube, ich fange jetzt mal an mit dieser Traum. Ich glaube, der Traum ist wichtig. Wie ich atemlos durch den Wald stürze und die Wilde jagt. Das sind meine letzten Erinnerungen. Ich erwache und untersuche den Traum sofort auf Anhaltspunkte. Auf Hinweise. Irgendwas, was mein Gedächtnis zurückbringt. Träume können sehr mächtig sein. Manche sagen, sie könnten sogar die Wirklichkeit formen. Die Leute behaupten alles Mögliche. Leider vor allem Unsinn. Wir werden es erfahren. Ich bin sicher. Geralt weiß also immer noch nicht von seiner Vergangenheit Bescheid. Er war ja im ersten Teil, wusste er ja auch nichts von seiner Vergangenheit. Triss wollte ihm da auch nicht helfen. Im Sinne von, er soll selber entscheiden, wer er ist. Er hat immer noch keine Erinnerungen. Okay, hast du etwas über den Attentäter erfahren? Wie war denn die Sektion dieses verhinderten Königsmörders? Fürchterlich. Seit du ihn getötet hast, ist schon über ein Monat vergangen. Die Leute des Königs wollten die Sektion allein durchführen. Ein Haufen von Laien. Was sie da herangekarrt hatten, konnte man schwerlich einen Leichnam nennen. Der König traut niemandem. Konntest du etwas erfahren? Das Alter konnte ich nicht mehr feststellen, aber vermutlich hat er im Dunkeln so gut gesehen wie du. Er hatte Katzenpupillen. Du meinst, dieser Mörder, der sich an sämtlichen Wachen vorbeigestohlen hat und um ein Haar den König und mich umgebracht hätte, war ein Hexer? Ich teile dir nur die Ergebnisse der Sektion mit. Ich habe diese pikante Neuigkeit für mich behalten und werde das auch weiterhin tun. Mir ist schon klar, was sie für dich bedeuten kann. Jetzt magst du sein Beschützer und königlicher Hexer sein, aber Herrengunst, Nebeldunst. Ja, damit hat Triss recht. Wenn wir weitermachen, dann... Also im Moment sind wir anscheinend Folters Leibwächter. Und ja, es war ein Hexer. Man hat es halt am Ende von Teil 1 gesehen. Aber wenn wir bei Folters versagen oder irgendwie schlecht stehen, dann müssen wir halt weg. Die Speer wollen einen Drachen gesichtet haben. Okay. Ein Speer schwört übrigens Stein und Bein am Fluss einen Drachen gesehen zu haben. Er will auf einen Vortrupp der Skoyatel gestoßen sein, der ihm fast das Licht ausgeblasen hätte. Aber dann sei ein Drache herangeflogen, sodass die Elfen sich zu Boden warfen und den Speer türmen ließen. Ein Drache mitten in der zivilisierten Welt? Geralt. Außerdem jagen Hexer doch keine Drachen. Oder hat sich das geändert? Nein. Und du hast recht, hier gibt es wohl kaum echte Drachen. Vielleicht war es ein Gabelschwanz oder ein Schleimling, ein ausgewachsener Wyvern. An der Geschichte stimmt wohl nur, dass der Speer den Elfen entkommen ist. Ja, das hoffe ich sehr, Triss. Ich habe nämlich keinen Bock auf einen Drachen. Also angeblich soll der Drachen gesehen haben und er soll eben dafür gesorgt haben, dass er entkommen konnte. Ich hoffe, diese Geschichte ist nicht wahr. Triss hat sie ja gerade nicht geglaubt. Ich habe keinen Bock, einen Drachen zu begegnen. Weil, wir sind ja ein Hexer, wir sind ja ein Monsterjäger, aber ein Drache ist wohl doch ein Kaliber zu viel. Ja, okay, es ist Zeit zu gehen. Das andere haben wir schon gefragt. Es ist Zeit, sich mit diesem Lüstling von einem König und seinem idiotischen Krieg zu befassen. Ich komme später zu euch. Okay, dann gehen wir also vor. Sehr schön. Des Königs Wille geht zu König Volk. Das ist meine Hauptquest. Aber wir können hier... können die jetzt offiziell steuern. Ja, Triss will sich wahrscheinlich erst umziehen. Was man auch nachvollziehen kann. Ah, hier kann man speichern. Sehr schön, dann speichern wir mal. Und genau, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Part hoffentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen natürlich. Und ja, nochmal entschuldigt, dass ich jetzt das nicht gemacht habe mit dem Tutorial, dass ich es nicht fertig gemacht habe. Aber ernsthaft, ich habe keine Ahnung, wie das Kontern funktionieren soll.
Vielleicht können wir das Tutorial irgendwann nachholen oder wir schauen halt, dass wir jetzt im Spiel alles rausfinden. Ich weiß halt jetzt nicht, was uns im Tutorial durch die Lappen gegangen ist. Ich meine, ein paar Sachen wissen wir ja. Aber es könnte halt sein, dass mehr noch weg ist. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Und ja, beim nächsten Mal werden wir dann schauen, was König Foltest will. Der war eigentlich im ersten Teil sehr nett. Das heißt, ich gehe jetzt mal von nichts Bösem aus. Aber wir werden mal sehen. Und wie vorher schon gesagt, ich schaue jetzt, dass ich in dem heute möglichst viel hochlade. Und wir sehen uns dann später bei den anderen Parts hoffentlich wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl, Freunde.